Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonberry. Ja, diese News sind an einer etwas anderen Location. Und zwar mein Fernsehsessel, aber ist jetzt nicht so spannend. Machen wir es auch nicht wieder so lange, die News. Wir haben dieses Mal drei Themen. Ein weniger gutes, ein keine Ahnung und ein gutes Thema. Ja. Quatsch mal nicht so lange, fangen wir an. Ja, lebensmüder will sich von Löwen fressen lassen. In einem Zoo in Santiago de Chile wollte sich ein 20-jähriger Mann von Löwen fressen lassen. Er hat sich mit Hilfe eines Seils Zugang zu dem Löwengehege verschafft, ist dort hinuntergeklettert, hat an dem Seil noch einen Abschiedsbrief hinterlassen, also wollte sich tatsächlich umbringen. Eine der zwei Löwinnen und der Löwe attackierten den sich am ausziehenden Mann. Ja, er hat sich splitterfasernackt ausgezogen vor den ganzen Besuchern und vor den Löwen. Er hat herumgeturnt, damit er eben schneller attackiert wird und gefressen wird. Leider wurden eben die eine Löwin und der Löwe erschossen daraufhin, um den Mann zu retten. Die Zoowärter sind nicht besonders begeistert davon gewesen, weil die Löwen waren dort auch schon 20 Jahre, haben dort gewohnt, gelebt und das waren richtige Familienmitglieder für die Zoowärter, was ich auch gut verstehen kann. Ja, der Mann liegt halt im Krankenhaus. Aber naja, nun mal ein Menschenleben geht vor. Au! Ja, tut mir leid, Schatzi. Das ist leider so. Da hat sie mich gezwickt. Ja, ein Menschenleben geht vor bei anderen Menschen. Bei mir nicht, das wissen wir ja aber. Ja. Jetzt sind die zwei Löwen tot und der Arsch hat überlebt. Mieser Dreckiger. Der darf sich nicht mehr vor Tierschützern zeigen. Ja, das war das erste schlechte Thema. Das Kamel tötete seinen Eigentümer, indem es ihm den Kopf abriss. Ihr wisst, wie ich zu dem Wort Eigentümer stehe, weil ich ja der Meinung bin, dass Tiere denkende, eigenständig denkende und fühlende Wesen sind. Du gehörst auch nicht mir, du gehörst nur dir selber, aber du musst jetzt da mit mir sitzen, sowas Doofes, ha? Du gehörst zu den letzten News. Ja, also selber schuld, Idiot. Und zwar in Indien, in dem Bundesstaat Rajasthan, ließ der Eigentümer sein Kamel, während er eine Party schmiss, sein Kamel in der prallen Sonne stehen den ganzen Tag. Nicht sehr nett. Als der Eigentümer es bemerkte, wollte er das Kamel in den Schatten bringen, was sich ja nicht hätte selbst retten können, weil es ja der Idiot hat ihm die Füße zugebunden, dass es sich wirklich nicht befreien konnte. Arschloch. Habe ich mich verschluckt. Ja. Als der Mann das Kamel befreien wollte, nahm es ihn am Genick, schmiss ihn zu Boden. Riss ihn herum und letztendlich riss er ihm den Kopf ab. 25 Männer haben 6 Stunden gebraucht, um das Kamel wieder zu besänftigen. Aber es ist auch bekannt gewesen, dass dieser Typ, nennen wir mal Typ, ja, sein Kamel schon öfters misshandelt hat. Also geschieht ihm recht, ein Tierquäler weniger. Da, mit dem haben wir kein Mitleid, gell, Julia? Nein, haben wir kein Mitleid. Nein. Da haben wir kein Mitleid. Was mit dem Kamel passiert ist, also bei uns, würde es wahrscheinlich ziemlich sicher hundertprozentig umgebracht werden, weil es hat einen Menschen getötet. Menschen dürfen Tiere töten, aber Tiere nicht Menschen. Das geht nicht. Nein, das ist gar nicht rassistisch oder irgendwie sowas in die Richtung. Nein, gell? Nur weil ihr Fell habt. Mehr Fell und mehr Intelligenz, gell? Ja. Dafür kriege ich einen Schlecker. Einen Schlecker kriege ich. Ja. Das haben die davon, weil sie schlauer sind und Fell haben.
Also mehr Fell als wir. Wir sind ja auch behaart, ein bisschen. Ja, das war das irgendwas dazwischen Thema. Ein Tierquäler hat seine gerechte Strafe bekommen, aber ob das jetzt gut oder schlecht ist, können die entscheiden. Kommen wir zum letzten guten Thema. Hm? Julia, da bist du gefragt. Ja, Katze rettet Meerschweinchen das Leben. Es gibt doch nette Katzen, da schaust du, gell? Na, das muss ich erklären, weil die Nachbarskatze da bei uns, die will immer die Buffy zerreißen. Jetzt habe ich ein bisschen was gegen Katzen, ist auch eine schwarze. Aber es gibt ja offensichtlich auch gute Katzen. Wie dieser Fall mit der Katze Sunny zeigt, auch eine schwarze Katze, hat unter dem Balkon ihrer Besitzerin ein durchnässtes Meerschweinchen gefunden. Ja, es hat geregnet, ist nass. Das Tier, also das Meerschweinchen, war schon länger ausgesetzt, da die Krallen sich schon schön nach oben gebogen haben, als es gerettet wurde. Die Katze hat ihrem Frauchen durch lautes Miauen darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein Meerschweinchen unter dem Balkon versteckt. Somit konnte das männliche Tier gerettet werden. Und ja, ist nicht schlecht zu wissen, dass es auch nette Katzen gibt. Ja, wir wollen aber trotzdem keine da haben. Ja, wir haben alles andere viel lieber, gell? Und du bist müde, magst wieder zurück, gell? Na, dann darfst du zurück, die News sind vorbei. Ich hoffe, sie haben euch gefallen, waren etwas informativ. Dass es auch Tiere gibt, die sich wehren können. Finde ich super. Ja. Hoffe, ich hat euch das Video gefallen und dann sage ich tschüss bis Freitag. Ich kann leider nicht die Hand in die Kamera bewegen. Die Julia hält mich davon ab. Julia, flieg in die Kamera. Hui.